Wir laufen jetzt durch die einseitige Allee an der Segedstrasse. Wir können uns jetzt gut vorstellen, dass auf der anderen Seite dann in Zukunft auch eine weitere Baumreihe entsteht. Wir sind hier immer noch auf der Segedstrasse. Wir können uns immer noch vorstellen, im Hintergrund würde dieser Segedpark entstehen. Und wir sehen auch gerade, warum das Gebiet zuerst entlastet werden muss, warum das die Strassen, die jetzt gebaut werden im Norden, da kommen wir nachher drauf, zuerst vorbelastet werden. Nämlich, weil wir hier sehr nah am Wasser werden bauen, mit diesem Weitblick. Wir sehen hier, wie das Wasser aufdrückt. Der Grundwasserspiegel ist hier etwa einen Meter unter dem Boden. Also wir befinden uns quasi gerade über der Aare. Und das hat natürlich grossen Einfluss aufs Bauen.